Hey, nochmal herzlich willkommen auf der LG Convention 2020. Wir sind in der Klassikstadt in Frankfurt. Ganz, ganz tolles Oldtimer- und Sportscar-Museum und Ausstellungsfläche. Und zum Thema Performance und Geschwindigkeit passt das natürlich super gut. Ich stehe hier bei uns im Bereich Ultra Gear. Wie ihr hoffentlich wisst, das sind die Gaming-Monitore von LG. Und direkt neben mir haben wir unser absolutes Prachtstück, eins unserer Flaggschiff-Modelle. Und Ende letzten Jahres vorgestellt. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch dran. So der ein oder andere hat es vielleicht noch im Kopf. Das ist tatsächlich nach wie vor der erste IPS-Monitor mit einer Millisekunde. IPS kennt ihr sicherlich, eine tolle Display-Technologie mit super Kontrastwerten, mit einer sehr hohen Blickwinkelstabilität. Das einzige Manko, was wir in der Vergangenheit hatten bei dieser Technologie, war, ich konnte niemals schneller sein als 5 Millisekunden. Jetzt haben wir mit dem 27GL 850 tatsächlich das erste Gerät mit QHD-Auflösung, IPS und einer Millisekunde mittlere Zugriffszeit. Für uns ein Riesenerfolg, auch kommerziell sage ich gerne dazu ein Riesenerfolg. Das Gerät ist nach wie vor natürlich verfügbar, liegt so knapp bei 500 € und ist aber wie gesagt im Handel überall da. Und wenn ihr euch das Ganze nochmal anschauen wollt, wie gesagt, QHD-Auflösung haben wir dabei. Wir haben HDR-Technologie mit an Bord. Wir haben natürlich alles das, was ihr an Schnittstellen braucht. Das Gerät ist höhenverstellbar und neigbar. Und ganz, ganz wichtig eben IPS-Technologie, G-Sync-Kompatibilität, 1 Millisekunde und 144 Hertz. Das heißt, absolut performant, genau das Richtige für jeden Gamer, Pro-Gamer oder auch Leisure-Gamer. Damit seid ihr im Prinzip immer genau richtig ausgestattet. Und wenn wir mal ein bisschen rüberschwenken, dann haben wir nochmal ein anderes Gerät. Im Prinzip das komplette Gegenteil. Wenn wir bei dem einen Gerät von Spaß und Performance und von Gaming reden, sind wir hier beim 49WL Monitor im Bereich professionelles Arbeiten, wirklich hochperformantes Arbeiten. Wie ihr seht, ist das Gerät tatsächlich mit einer Bildschirmdiagonale von 49 Zoll ausgestattet, riesengroß. Ihr kennt unsere Ultraweit-Modelle, die in der Regel ein 21:9 Bildschirmformat haben. Bei dieser Größe haben wir uns entschieden, das Ganze tatsächlich noch auf die Spitze zu treiben und mit 32:9 ein extrem breites Format zu platzieren. Das Ganze kommt dann natürlich logischerweise mit allen aktuellen modernen Schnittstellen. Ich habe die Möglichkeit, USB-C Thunderbolt hier zu betreiben. Und wie ihr sehen könnt, habe ich eine ganze Reihe von hochprofessionellen Anwendungen, auf denen ich hier arbeiten kann. Videoschnittsoftware, Bildbearbeitung. Ich habe mit unserer On-Screen-Software die Möglichkeit, den Bildschirm einzuteilen in mehrere Bereiche. Ich habe die Möglichkeit, mit Dual Link auch mehrere Eingangsquellen parallel zu betreiben und gleichzeitig zum Beispiel meinen Laptop und meinen Desktop-PC anzuschließen. Auch das Gerät ist verfügbar, wie gesagt, 49WL. 950 heißt das gute Stück, liegt so bei rund 1200, 1300 Euro und ihr kriegt den auch natürlich aktuell schon im Handel. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was für euch mitnehmen können. Marcel vom Hardware-Journal hat mich dazu gezwungen, das so zu sagen. Freut sich natürlich über jeden View, über eure Klicks, über eure Infos und Kommentare zu unseren Themen, zu seinen Themen. Würde uns riesig freuen. Wir sind auch immer sehr, sehr dankbar für ein bisschen Input. Und ich hoffe, der Marcel ist zufrieden. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Gerne bis zum nächsten Mal.